Kommen Sie mal. Sehen Sie die Kristalle hier? Dieses Glitzern und Funkeln. Ich kann einfach in deinen Regenbogen getaucht worden. Sehen Sie mal. Hier. Den Stein. Das ist das Einzige, was mir von meinem Vater geblieben ist. Der Ohrring hier. Tja. Feinoptikerin. Also das ist mehr so... Wenn meine leiblichen Eltern noch leben würden. Was dann wohl aus Jonas und mir geworden wäre? Ich weiß, ehrlich gesagt, ganz wenig. Also eigentlich fast nichts über meine leibliche Mutter. Sie ist damals gestorben, als ich 4 Jahre alt war und mal was passiert ist. Und passiert ist in letzter Zeit so einiges. Ich war bis vor kurzem noch in Berlin und hatte einen richtig gut laufenden Laden für Schmuck. Und wird schon für irgendwas gut gewesen sein. Und es war ohnehin nicht mein Schmuck, den ich verkauft habe. Und das Allerbeste jetzt hier in Schönroda ist, dass ich wieder zusammen bin mit meiner Familie und vor allen Dingen mit meinem Bruder Jonas. Jonas, das ist ein K-Optik, die macht schon Spaß. Die sind eigentlich alle ganz nett da. Also, okay, ein paar sind nicht ganz so nett. Der Bernhard Hund zum Beispiel, das ist so ein richtiges... Der hat irgendwas gegen mich. Und Oskar Kastelloff, der würde mich auch lieber heute als morgen loswerden. Aber ich lerne da wirklich viel. Ich habe nämlich eine alte Schleifmaschine entdeckt. An der da kann ich abends so meine Sachen machen. Also, ich fange erst mal ganz einfach an mit ganz einfachen Schliffen und so. Christian Kastelloff, der, das wissen Sie doch sowieso schon, oder? Ein guter Freund eben. Vielleicht ist er auch ein bisschen mehr als nur ein guter Freund. Ja, und mehr sage ich jetzt auch nicht. Wenn Sie mehr erfahren wollen, dann können Sie einfach die anderen fragen.